Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play World of Tanks. Ich werde heute mal eine Runde mit dem T34 drehen und ja, auf in den Kampf. Die letzte Folge war ja leider nicht ganz so erfolgreich, was die Wins anbelangt. Ja, aber hier einfach mal ganz kurz eine Frage an euch. Wollt ihr auch so eine Matches sehen, die nicht ganz so optimal laufen oder wo dann nicht so viel passiert? Oder wollt ihr nur Siege sehen und so weiter und so fort? Das ist mal eine ganz interessante Frage, die ich euch gerne stellen möchte, beziehungsweise die mich interessiert. Denn je nachdem werde ich das natürlich dann auch anpassen oder gegebenenfalls Folgen auch nachkommentieren, also dass ich vielleicht nicht immer live aufnehme, sondern auch mal nachkommentiere. Wobei das natürlich nicht ganz so interessant, beziehungsweise nicht so, wie sagt man, das ist nicht so fluent. Nicht zu fluent, nicht, das ist auch das falsche Wort. Man sieht nicht oder man hört nicht, wie ich das dann im Spiel kommentieren würde, beziehungsweise wie ich das dann mache. Also es gibt da Vor- und Nachteile. Ich sitze jetzt in meinem schmucken T34. Ich habe mich jetzt letztendlich dann. Oh, tschüss, schön tot. YOLO Elk. Man guckt sich einfach mal nur seine Stats an und dann weiß man schon, dass er in den Tod fahren wird. Ja, ja. So. Ist leider bei ELC AMX-Spielern so. Irgendwie fahren die ganz gerne in den Tod. Ja, ich habe mich für die Medium-Reihe entschieden. Der Russen, die werde ich jetzt zuerst mal ein bisschen hochspielen. Und hoffe, dass ich mit denen viel Spaß habe. Ich finde den hier schon ziemlich cool. Also ist ja, ich habe noch nicht mal eine 100% Crew und habe eine Nachladegeschwindigkeit von 2,35% und habe keinen Rammer drin, also keinen sogenannten Ansetzer, der die Nachladegeschwindigkeit nochmal um 10% verkürzt. Das ist auf jeden Fall noch ein ganz guter gutes Modul, was man in den einbauen könnte, denke ich. Und ja, an der Stelle kann ich auch einfach mal ganz kurz dem Zong dich frei danken, der mir nach dem letzten Stream einen Bonuscode geschenkt hat. Und inklusive Premium-Spielzeit wären das rund 10.000 Gold oder sowas. Ist natürlich total cool. Also an der Stelle möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich werde hier mal ein bisschen den VK ärgern, mich dann umsehen. Da hinten haben wir nichts weiter. Ein bisschen zurücksetzen. Und versuchen gleich mal nach hinten durchzustürmen. Und zwar hinter das Wäldchen, damit wir ein bisschen Camo haben. So, oh, was haben wir denn da? Schade, schade, schade. Da ist ein YOLO-Elk. Aber der weiß wohl nicht, dass ich hier einen kleinen T34 habe. Ups. Voll verschossen gerade. Aber NP. Den kriege ich trotzdem. Junge, was macht der da? Anstatt mal ein bisschen aggressiv zu spielen. Also anders aggressiv, nicht so ein Scheiß, den er da zusammenspielt. Was macht der denn da? Ist ihm irgendwie langweilig? Ich glaube, der hat die kleine Gun drauf, kann das sein? Wenn der den Lux platt macht, dann lache ich aber. Oh, hätte ich gelacht. Hätte ich mich amüsiert. So. Oh, fuck. Sind die da oben am Abkacken? Yay! Wie dann los? Ach, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Aber der RAM 2 ist auch platt. Die meisten werden wahrscheinlich jetzt hier runterfahren. Ach, Kacke. Ich versuche mal irgendwas da von hinten zu kriegen. Vielleicht die Hellcat oder so. Die Hellcat ist platt. Der KV-1 ist platt. GG. Vielleicht kann ich. Oh, die sind aber alle relativ low health. Zwei zumindest. Zwei habe ich low health gesehen. Ich sehe aktuell leider nichts. VK ist auch nicht mehr so fit. Gegner
Fuck! Hinter mir! Da war ein T9. Okay, der T49 platt. Wie splätt. Was schießt auf mich? Artillerie oder irgendein anderer Quatsch? Hinter uns im Rücken ist wahrscheinlich noch irgendwas. Der KV-1 könnte mir auch gut das Leben aus der Hütte pusten, wenn der uns einen Schuss setzt. Der KV-1S meine ich. Eieieiei. Ei, Kaliber. War klar. Ah, was hat denn der von hinten geschossen? Wo ist der eigentlich, der T-34? Oh, nee. Oh, nee, ne? Wo steht er denn? So kriegt man natürlich gute Stats, ey. Boah, Alter. WTF, du spielst einen Medium Tank und kein Camper. Ach ja. Wow, der Lux, ey. Übelst am Rumdriften. Wow, der kann den durchschlagen, den Churchill? Krasse Sache. Warum richtet er nicht den Turm auf ihn zu? Nicht doch hochfahren. Lux. Lux! What are you doing, Lux? Oh, der brennt weg. Oh, nice. Nice, nice, wenn die das noch schaffen, ey. Warum habe ich eigentlich dieses komische posttraumatische, diese posttraumatischen Effekte an? Ist ja schlimm. Ist ja total depressiv, wenn du stirbst. Oh, jetzt bewegt sich der T-34 mal, ja? Ach, guck mal, da hinten, die SA hat wahrscheinlich die ganze Zeit noch auf mich geschossen. Der T-34. Tut so, als hätte er die Runde seines Lebens. Warum bleibst du nicht stehen? Ach, never mind. Der Lux, ist das ein Grieche? Ah, ne, ist ein Norweger, ne? Oder Finne. Und bumm. LOL, wie er nochmal abgebremst hat. Was macht der T-150 da? Ja, ich glaube, das war's aber. So langsam. ETF. Dass wir sowas schon wieder verloren haben, ey. I wanted to pet you. Der hat 74% Windschadens mit dem KV-1S. Das ist mal heftig. Ah, es war so ein scheiß Wolfpack. Squad. Platoon. Super, er steht da vor einem Busch, wo, durch den er nicht durchgucken kann. Was erwartet er eigentlich? Wie kann er gucken? Er kann nichts sehen. Warum steht der so? Ja, doch, vielleicht könnte er hier durchgucken. Nee, ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht mehr antun, oder? Wird wahrscheinlich gleich platt sein. Ich habe leider nicht so viel Schaden gemacht. Nur 342. Ist ein bisschen traurig. Ich gehe mal raus aus dem Spiel. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich dann von euch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.